Sag auch noch was Positives zu deinem Bro hier. Naja, du warst saufen auf dem Oktoberfest. Ich schwöre sogar, ich war nicht saufen. Du warst auf dem Oktoberfest und hast irgendwelche. Hast du gefickt? Nee. Hast du mit irgend. Ach, scheiß drauf. Ich hab mit niemandem rumgeleckt, nicht gefickt. Ich hab auch mir nicht einen blasen lassen, falls das in Klammer noch dazukommen muss. Ich hatte Training in der Früh. Ich bin mit dem Auto gefahren. Hab mich hinter Steuer gesetzt und hingefahren. Gestern Abend wollte ich nach Hause. Ich habe ein paar Und was Clips ist? gesehen. Digga, mir ist aufgefallen, die Amis, Die die sind flirten voll. crazy. Also Die sind die crazy. eine, sie sagt, als sie mit euch im Aufzug ist, Ja. sie sagt, braucht ihr eine Mama? Oder Ja. ich kann gut Ja. kochen und gut putzen. Und dann hat sie euch so voll so angemacht. Weißt du, was ich da nicht So. meine? Ja, so geil. Es gibt auch eine Stelle, da hat sie so gesagt, sie hat jetzt so Bock auf ein Gangbang. Hat sie gesagt? Ja, und ich schon zu. Nee, Ach, die ist Pornodarstellerin? also ich kenne sie. Stellas Mama. Ist sie schon mal irgendwo gesehen? Auf jeden Fall. Content Creatorin. Content-Creatorin. Was createn die so für Content? Many stuff. Many stuff. Crazy stuff. Tough. Hard stuff. Die sind aber so korrekt, ne? Meint, das sind auch schon, Digga, ihr habt euch die ganze Zeit gerepostet, ihr wart richtig glücklich. Bei mir habt ihr noch nie so gelacht. Wenn ihr mit mir wart. Ja, weil du uns auch kein Gangbang anbietest, Bro. Sorry. Ab und zu einfach mal ganz kurz den Arsch gezeigt bekommen. Alter, aber die haben ja auch gar keine, so, die machen einfach ihr Ding, ne? Ja, die sind voll cool. Das ist alles so easy peasy, Bro. American Wie Vibe. ist so der eine, der mit Lana Rhoades zusammen war? Wie ist der? Mike? Big Mike? Big Ja. M? Crazy guy, man. Crazy Guy? Auch. Ja, auch so korrekt. Also richtig, so übertrieben. Die ganze Zeit saufen, ne? Eigentlich geben nur Gas Sid, Ja. AC, Adam. Ja, die drei sind so die Corinna Top nicht? 4 heute. Nee, Corinna gar nicht. Hat sie Die nicht trinkt ne. gesoffen? Nee, die trinkt einen Radler und dann ist fein. Lol, echt? Ja. Ich dachte, die schießt sich da voll ab. Nee, die ist null. Okay, lol. Wie ist so bei ihr miterkannt werden? Ekelhaft. Ja? Also. Ja, die Typen sagen, Grinner, ich hab schon so oft von dir geträumt. Das ist voll scheiße, wenn Leute so zu dir kommen. Aber Oh sie mein versteht die doch. Gott! Also versteht sie die? Ja, die versteht besser, also die spricht richtig gut Deutsch. Also die spricht wirklich gut Deutsch für ihre Verhältnisse und verstehen tut sie es auch richtig gut. Das heißt, wenn Okay. ich und Sydney immer was auf Deutsch sagen, versteht sie uns. Also sie versteht euch. Und die kann aber auch so Ja. Ausdrücke, ne? So, sie sagt Ja, ja. immer so Scheiße. Scheiße und fick dich und Ja, Muschi und ja. so. Ja, Muschi-Titten haben wir beigebracht. Okay, sehr gut. Und so mit Abonnenten dort war viel los? Ja, also, das war schon extrem. Also, gestern fand ich es richtig War extrem. wie in so Fußballstadion-mäßig so und so Ja, Mallorca? ja, ja, Boah, ja. das ist krass. Das ist schon heftig. Also, das knallt so krass. Und was meinten die zu euch? Meinten die so, okay, krass, wissen die überhaupt, was ihr so macht? Corinna und so? Ja. Oder fragen Nein, die sich, ich. Alter, warum wird der Schwanzer die ganze Zeit nach Bildern gefragt? Nein, ich glaube, also, ich glaube immer, wenn ich so. Mit Corinna bin. Digga, die war vor einer Woche, war die mit Central C und Drake und dann sitzt sie da mit den zwei Stimmt. Keks, mir und Sydney. Sie So, weißt du? hat einfach ein Bild mit Drake gepostet, ne? Ja, die ist auch so, das ist so, wenn wir jetzt mal rein theoretisch davon ausgehen, wer mehr Cash macht, Die macht richtig Kohle, ne? ist sie auch so die absolute Ballerin, Die ne? macht so eine Million im Monat mit OnlyFans, ne? Digga, ich weiß nicht, ob Ich hab das mal öffentlich ist. einen Monat, ich hab, irgendwas habe ich mal gesehen, dass sie 2 Millionen im Monat teilweise mit OnlyFans macht. Die macht Cash ohne fucking Wenn die Ende. im Schnitt, die macht ja immer mehr als eine Million. Sagen wir mal, sie macht so 16 Millionen mit OnlyFans, was sogar sein kann. Die hat einen Kickdeal, ne? Oder? Hat Die sie Casino oder Kickdeal? hat fucking viele Deals eh. Warte, ich schreib dir was. Ich weiß nicht, ob sie Casino oder Kickdeal hat. Eins von Guck beiden mal auf hat sie, dein glaube ich. Handy. Ich sag, die verdient 30 Mille im Jahr. Guck mal, das macht sie, aber nicht laut sagen. Ach du Scheiße. Ja, Mann. Wenn du das sagst, Junge. Das ist krank. Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Ja, exklusiv. Ich sag, die verdienen 40 Millionen im Jahr ungefähr. Also Der, Minimum dann. Also sie wenn hat, dann, dann Minimum. Ich sag, sie hat, 50 Millionen. sie hat ihren besten Freunden Ferrari und einen Porsche geschenkt. Ja. Also ich sag, die müsste dann so ein Fuffi verdienen. Brutto, ja. Ist ja scheiße. Ah, die ist so krass korrekt. Also die ist so maximal korrekt. Wir sind Taxi gestern gefahren und dann war so ein Abonnent Autofahrer. Und Corinna hat sich vorne hingesetzt und hat gesagt, oh mein Gott. Ich so, was ist los? Endlich ist sie meine Beifahrerin. Ich habe davon geträumt. Das habe ich dann so Corinna gesagt und sie hat so gesagt, die fand das halt voll süß. Der hat da einfach mal einen Hunderter bekommen für eine Autofahrt. Echt?
Ja. Ja, das grün ist Ding, die, ja, ich glaube. Im Internet steht 15 Millionen, aber Internet ist immer viel weniger. Digga, da steht, Paluten hat ein Vermögen von 3 Millionen oder so. Das geht gar nicht. Oder 5 Millionen. Das, oder Bibis Beauty Palace. Das ist alles. Ich weiß nicht, wo die immer recherchieren, aber so, das kann gar nicht. Das ist immer alles viel zu wenig. Die sind auch, das merkt man, wie du schon gesagt hast, die machen einfach ihr Ding so. Die interessiert es nicht. In Deutschland, ich schwör's dir, in Deutschland könnten so Aiden Ross, keine Ahnung, wächst die Plattform oder nimmt irgendeinen Deal an oder weiß ich nicht was, der verdient da keine Ahnung was. Und hier in Deutschland, wenn jemand das machen würde, der wäre erstmal so, das wäre erstmal vor zu Ende. Das ist so heftig, die sagen so, I don't give a fuck, ist scheiß drauf, lustig, die machen ihr Ding, die sind laut. Bei dir steht, ja, bei mir ist die Wahrheit, bei mir ist, stimmt es, weil ich es mal öffentlich gesagt habe. Da haben die es aber übernommen. Die haben wirklich eine ganz, ganz, ganz andere Mentalität. Das ist so krass. Ich habe ja gesehen, was da so teilweise, was da so, die verdienen so viel Kohle, Alter, das ist krank. Aber nicht so aber mit eigenen Sachen, sondern, also mit eigenen Produkten so richtig, sondern so mit Deals. Ist da ganz krank. Ja, ganz heftig. So was die für Deals einfach bekommen. Adam und AC, die haben gesagt, du bist ein fucking Macher. Ich? Yeah, they know you, bro. Oh. Was haben die gesagt? Die haben mich gefragt. Wer ist Adam? Freund halt in der Gruppe halt, der ist auch Content Creator. So. Und AC ist dieser Mike, ne? Er cool. Nee, das ist er cool. AC ist er cool. Corinna, ihr bester Freund. Der den Sidney mal gefilmt hat? Ja, genau. Ja? Yeah. Genau. Der hat mich gefragt, warum ich orangene Haare habe. Dann habe ich ja so. Haben wir erzählt und er meinte, I saw that. He got so many subs like this and he only speaks German. That's crazy. My man. Und ich habe gestern so ein paar Jungs getroffen und der Junge kommt so zu mir und sagt so, ey, Louis Finn, Jonas Liebe. Albanien-Flagge machen. Ja. Ich sag, ja, okay. Dann mache ich so mit dem Albanien-Flagge und dann steht so Adam hinter mir, der ist Amerikaner, der sagt, oh shit, that's gang sign, huh? You're fucking gangster. Ich sag, no, bro. They do this in Germany. Die haben auch so erzählt, so wie wir in Deutschland rumlaufen, so würden die niemals in L.A. rumlaufen. So mit Rolex und sowas? Und, ja, ja. Ja, ja, du wirst ja auch da, Digga, da knallt. Da, also im wahrsten Sinne des Wortes knallt's da. Ja, da knallt's, no care. Auch so als ich in Paris war, die meinten zu mir im Hotel, ob ich, weil das Hotel ist in der Nähe vom Stadion und die haben gesehen, dass ich nicht aus Paris komme. Die haben zu mir gesagt, ob ich ins Stadion gehe. Ich so, ja, ja. Da meinten die so, dann zieh keine teuren Sachen an, bleib so eher diskret, leg dich nicht mit den Fans an, weil die, da kriegst du einen auf, halt auch auf den Dülz, ne? Paris ist auch sehr hart. Oder in Frankreich. Paris ist kriminell, ja. Das hat mich auch so krass verstört, dass die Deals in Amerika so hart unterschiedlich sind zu Deutschland. Das ist so krass, Baby. Naja. Die Zahlen, Digga. Ich kenne ja deine Zahlen und du bist der größte Streamer Deutschlands. Und ich denke mir, tamam, ja. Aber Bruderherz, ich glaube, da drüben. Die haben ja Deals. Ja. Die haben da. Hier, wir haben ja keine Deals. Wir haben, da ist das Geld halt von Subs und sowas, ne? Ja. Aber die kriegen Werbedinger, weil die halt auch international sind. Das ist so krass, was ich da auch vom Rabona gehört habe, was die so teilweise verlangen für so Stories und sowas. Das ist so krank. Ich würde nach einem Jahr nicht mehr was machen, ne? Die geben halt auch wirklich keinen Fick mehr. Guckt euch XQC an, das streamt die ganze Zeit irgendwelche Hollywood-Filme. Der nimmt gar nichts auf, ne? Der gibt keinen Fick mehr. Der wartet auf die Klagen und lacht die aus. Ja, safe. Was für Klagen? Safe. Warum Klagen? Ja, weil der einfach die fucking Hollywood-Filme streamt. Setzt sich auf Kick hin und streamt Batman und so. Ach, wirklich? Ja, ja. Aber darf er das? Nein. AC sagt auch zu mir, ja, vielleicht macht er im Zelt das Ding an. Da kann Alkohol, Frauen, Ärsche, alles zu sehen sein. Ja, also der kann sogar da bumsen, oder? Ja, ich sag. Ich weiß gar nicht. Ich glaube das nicht. Aber du kannst da. Hä, warte mal, ich weiß gar nicht. Darf man sich nackt zeigen? Aiden Ross hat mal Pornos auf Kick geschaut. Okay, und das darf man, oder wie? Morgen Stream auf Kick. Nein, das ist nicht erlaubt, hat Strafe bekommen. Okay, gut. Morgen Stream auf Kick. Ja, Leute, wir gehen heute in die Reactions. heute kommen ein paar neue Videos. Wir gucken uns, wir gehen rein. Und dort könnt ihr mal Meinung reinschreiben, 1 bis 10.
fand ihr das Video? Ja, also mit Corinna, das ist schon sehr hart. Das ist schon sehr krass, was also die an Kohle machen. Aber auch in Deutschland, die Jungs, die kennen die alle, weißt du? Ja, weil die alle notgeil sind. Ja, aber weißt du, wie die so, die stehen auch da und halten einfach so knallhart die Fresse, so die Kamera so 10 Meter von der entfernt und filmen die. Und wie ist die dann? Ist die dann aggro? Nee, die macht einfach ihr Ding, die läuft da durch. Wenn einer höflich nach dem Foto fragt, macht sie selbstverständlich Foto. Aber wenn dann so einer kommt, so besoffen und sagt, Corona, can we make a picture? Ich stell mir vor, das ist so, bei uns ist ja schon nervig so, ne? Und die stehen ja nicht immer auf uns. Und ich glaube, bei denen, wenn die dann auch so, wenn die dann so attraktiv finden, das ist ja übelst nervig dann. Da ist bei jedem Foto Saft dabei. Ja, dann weißt so, ja? Wenn die dich dann irgendwie so anfassen wollen oder so. Ja. Ist Digga, selbst ich hab über das Wochenende einen neuen Rekord aufgestellt. Locker 15 Mal Koppe angefasst und 100 Mal Arsch. Also wie oft mir da an den Arsch gelangt wurde. Everything has changed. Every day.